Das ist Notlösung. Ich habe jetzt einfach alles vor die Hauptkamera gehängt. Das ist nicht so schick, aber so kann man das Projekt weiterfahren. Es hat wieder ein File in der Beschreibung. Das da, Menüleiste Demo 2. Da habe ich dir eigentlich alles schon aufgesetzt und angepasst. Ich weiß auch nicht, ob das gerade so auch auf dein Projekt passt. Aber beim Play-Knopf kann man jetzt direkt hier schon das Init aufrufen aus dem Skript. Aber da hat man einen ungewünschten Effekt, nämlich startet die Simulation schon beim Mouse-Over. Und das ist ein bisschen schade. Am gescheitsten machst du sowieso gut ein Skript für Interface-Angelegenheiten. Nenne das jetzt einfach mal UI-Test. Und das hat einfach eine Funktion, und zwar einfach mal die Funktion für einen Run-Button hier. Wo da Button Play Sim heisst. Und gut in der Funktion haben wir den Controller, da. Und da wird auch gut, die Funktion aufgerufen hier. Der Besitzer von dem Controller ist der Run-Button. Also da habe ich jetzt hier nur definiert, für die Ziele unkompliziert zu behalten. Und dann eben wollen wir den Mouse-Over-Sensor abfragen, der im Knopf ist, und den Mouse-Click. Das Hit-Object, das ist eine Blender Game Engine-Funktion. Das Objekt, wo die Maus drüber ist. Und das habe ich jetzt halt die Variable einfach Hit-Object genannt, auch wieder für hier ohne Klammern, Punkt und mühsame Code, das einfach so zu definieren. Das ist die Bedingung. Aber wenn das Hit-Object der Run-Button ist und der Mausklick positiv, also wenn geklickt wird, dann soll im DRG-Test-Skript die Funktion init aufgerufen werden. Und das Skript ist hier importiert. Und da gehen wir zu UI-Test und das ist dann die Funktion hier, eigentlich die, wo ausgelöst wird, wenn du S drückst. Aber dann kann man mal loslegen und dann geht es. Und der S sollte auch noch tun. Genau. Also, ja, ich hoffe, das nützt dir etwas. Und sorry, dass es einfach eine Notlösung ist.